Liebe Freunde der Akademie BIOS, willkommen zu unserem neuen Video. Heute habe ich hier einen besonderen Gast, unsere Jasmin. Jasmin ist eine Absolventin der Ausbildung Diplom Systemische Tierkommunikatorin und Tierenergetikerin. Liebe Jasmin, willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Magst du dich vorstellen für unsere Freunde zu Hause? Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Mein Name ist Jasmin Pierzl und ich komme aus Oberösterreich, aus einem kleinen Tal, wohne dort wirklich zwischen Wäldern und Bergen mit meinen Tieren, habe Katzen und auch Schlittenhunde. Und bin durch viel Interesse auf diese Ausbildung gestoßen und habe die letzten Monate mit Ernestina verbracht und konnte dadurch sehr viel lernen. Und es war eine sehr wertvolle Zeit und habe nun zusätzlich zu meiner freiberuflichen Selbstständigkeit als Texterin auch die Tierenergetik in mein Leben integriert. Schön, danke dir. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, warum du diese Ausbildung besucht hast? Mhm. Ich habe die letzten Jahre schon sehr intensiv mich für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, aber auch für Energiearbeit. Und da ich eben viele Tiere zu Hause habe, war es vermutlich naheliegend, dass auch der Gedanke mal kommt, wenn ich mich persönlich weiterentwickeln kann, dann kann ich auch die Energiearbeit für meine Tiere verwenden. Und durch dieses Interesse, und ich habe umso mehr gelesen, und dann kam ich immer weiter zu der Tierenergetik, und dann war es klar, dass ich in diese Richtung gerne gehen möchte, damit ich einerseits die Beziehung zu meinen Tieren mehr verstehen kann, aber auch, dass ich meine Tiere in jeglichen Lebenslagen bestmöglich unterstützen kann. Ja. Und das ist genau die Motivation vieler Teilnehmerinnen, oft mit den eigenen Tieren besser interagieren zu können, den eigenen Tieren zu helfen. Und meine Motivation bei der Gestaltung dieser Ausbildung, bei der Zusammenarbeit auch mit euch, ist wirklich auch dieses Bewusstsein für eine liebevolle, herzliche Zugang zu den Tieren zu schaffen und auch diese Werkzeuge von Chakrenarbeit, TCM, auch die Grundlage von Shiatsu, transsakrale Arbeit in Verbindung mit anderen weiteren Werkzeugen so zu lernen, Erfahrung verinnerlichen, dass man auch den Tieren hilft, aber vor allem auch, was bei dir mir immer gut gefallen hat in deinem Protokoll, ist auch deine systemische energetische Aufstellungen, weil unsere Ausbildung auch wirklich versucht, Werkzeuge und Verständnis zu bieten, so dass derjenige, der sich selbstständig macht, so wie du auch, bewusst auf das Tier eingehen kann, aber auch die Bezugsperson des Tieres begleiten kann, ja, um eine gute Beziehung zwischen den beiden eher zu stellen. Liebe Jasmin, was hat diese Ausbildung bei dir bewirkt, persönlich und beruflich? Persönlich würde ich sagen, da habe ich die letzten Monate ich habe mich die letzten Monate ganz oft an einen bestimmten Moment erinnert. Und zwar war es das erste Gruppenmeeting, das wir zusammen hatten. Und du hast uns auf die Inhalte der Tierenergetik, du hast uns diese Inhalte näher gebracht. Aber du hast auch gesagt, diese Ausbildung wird euch nicht nur helfen, Tiere zu unterstützen, sondern es wird euch persönlich auch helfen. Und das durfte ich in den letzten Monaten extremst lernen, dass auch ich sehr an dieser Ausbildung gewachsen bin. Und auf beruflicher Ebene würde ich sagen, zu Beginn war es ja nicht meine Intention, damit selbstständig zu werden, sondern wie du weißt, wollte ich ja nur diese Harmonie in mein Rudel bringen und ich wollte meine Tiere verstehen lernen und
die Beziehungen unter den Tieren auch verstärken und verbessern. Und nach und nach habe ich aber miterleben dürfen, wie schön es ist, auch anderen Tieren zu helfen und vor allem diese Dankbarkeit bei den Besitzern zu spüren. Und das waren für mich so bewegende Momente, wo ich dann, was mich dazu geführt hat, dass ich auch beginne, mit dieser, also mit der Tierenergetik weiterzumachen. Mhm. Ja, absolut. Und du hast auch besondere Tiere. Ich kann mich an dein erstes Protokoll erinnern, wie viel Herz von dir dabei war und wie du wirklich alle Werkzeuge beim Üben du probiert hast, wirklich mit großer Aufmerksamkeit und mit viel Liebe, damit es deinen Tieren gut geht. Ja, und du hast ganz besondere Hunde. Magst du darüber was sagen? Ja, ja, also alles begann vor, ich glaube, als ich ein Kind war, war ich schon immer zu den Schlittenhunden oder von den Schlittenhunden fasziniert. Mhm. Und als ich längere Zeit in Kanada war, verstarb mein Hund zu Hause und irgendwie durch Zufall kam ich auf eine Schlittenhundefarm und das hat mich dadurch wieder ein bisschen an meinen Traum erinnert. Und nun habe ich eben ein Schlittenhundeteam zu Hause und auch die Zucht angemeldet, habe einen Schlittenhundeblog, also setze mich viel mit diesen Hunden auseinander und ja, irgendwie, ja. Und die Energiearbeit ist jetzt noch so, es war wirklich so diese Abrundung, die noch gefehlt hat. Ja, weil ich finde es großartig, wie du das gestaltet hast und vor allem, wie du gewachsen bist. Das hat mich immer sehr berührt, ja. Und die Liebe, die du zu den Tieren, für die Tiere hast und mit welchem Engagement auch deine Arbeit mit den Klienten gestaltest. Ja. Das hat mir eben wirklich besonders gut gefallen, aber wirklich berührt, weil genau deine Entwicklung gibt meine Arbeit einen Sinn. Sehr schön, das freut mich. Ja. Liebe Jasmin, jetzt möchte ich, dass unsere Freunde zu Hause einen Einblick in deine Tätigkeit haben. Mhm. Wie gestaltest du die Arbeit mit den Tieren und auch dein Angebot? Wenn jemand zu dir kommen würde, wie erreicht man die? Du hast gesagt, du hast einen Blog. Wir werden die Adresse deines Blogs auch in der Beschreibung des Videos. Ja? Mhm. Und wie können wir unsere Freunde zu Hause erreichen? Wie können sie vorstellen, wenn sie zu dir kommen, was passiert? Da magst du es erzählen. Ja, gerne. Also für mich ist es ganz wichtig, dass sich Mensch und auch Tier bei mir sehr wohlfühlen. Also ich bemühe mich, immer einen liebevollen, empathischen und einen geborgenen Umgang zu geben. Und ich beginne meistens mit dem Gespräch mit dem Besitzer, welches Anliegen hat er, warum kommt er zu mir oder auch was vermutet er, ist auch manchmal ganz interessant. Absolut, und ja. Habe dann den Erstkontakt mit dem Tier, der kann vor Ort sein oder eben über die Ferne und dort wird dann meistens klar, welche Sorgen, Ängste hat das Tier oder spiegelt es Sorgen und Ängste des Besitzers oder hat es körperliche Anliegen. Und dieser Kontakt mit dem Tier, der kann auch mehrmalig passieren. Also manche Tiere werden erst nach dem zweiten, dritten Mal dann wirklich so kommunikativ, würde ich sagen. Ja, offen, ja. Offener und Dann lernt man schon mal den Besitzer kennen, aber auch das Tier hat beide Ansichten gesehen. Und dann beginne ich mit der Energiearbeit, also das beinhaltet die TCM, die Chakrenarbeit. Ich schaue mir die Meridiane an. Ich persönlich finde auch immer die Numerologie sehr spannend. Ja, ich baue die Lichtsteintherapie ein, also all diese Dinge. Und in einigen Fällen wende ich auch die systemische Aufstellung an, wo man sich dann das Anliegen nochmals betrachtet, also von einem anderen Blickwinkel nochmals betrachten kann. Ja, absolut. Und versuche mit all den Werkzeugen, die man in der Ausbildung bekommen hat, eine ganz individuell abgestimmt auf das Tier Lösungen zu finden, sodass das Tier halt auch langanhaltend eine Unterstützung bekommt. Ja. Danke dir. Genau so sind auch deine Protokolle gewesen. Und genau das ist auch mir immer wichtig,
dass konkret alles, was wir lernen, nicht nur theoretisch bleibt, sondern wirklich im Alltag integriert wird, in der Arbeit, aber auch, dass die Besitzer zu Hause mit den Tieren was tun können. Und das hast du wirklich in dem Praxisteil super gemacht, weil wir, liebe Freunde zu Hause, unsere Ausbildung setzt voraus, dass die Teilnehmer zu Hause Protokolle machen, mit Tieren üben und auch untereinander im Rahmen der Webinare üben. Liebe Jasmin, was mir besonders wichtig ist, das weißt du, ist diese Gemeinschaft, die in der Gruppe entsteht, dass wir uns gegenseitig auch tragen, dass wir voneinander lernen und vor allem auch diese Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft nicht nur von Teilnehmerinnen, eine Ausbildung ist auch eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten, weil die Menschen, die diese Ausbildung besuchen, sind natürlich tierliebend und haben ähnliche Idealen, auch vielleicht natürlich Werte und auch Ziele, ja. Genau, was hat dir der Austausch mit der Gruppe gegeben? Ganz schön war für mich immer, wenn man hört, dass es anderen ähnlich geht, dass andere ähnliche Fortschritte machen oder auch vielleicht vor ähnlichen Schwierigkeiten stehen. Also ich persönlich habe es ja in den letzten Monaten während der Ausbildung extremst gemerkt in meiner persönlichen Entwicklung. Ich konnte viele Blockaden lösen. Ich konnte mich endlich von meinen Panikattacken verabschieden. Und das war irgendwie auch spannend, dass, wenn man mit anderen Teilnehmern spricht, auch diese sagen, ja, auch bei mir hat sich viel verändert. Und das wäre immer so... Es war immer ein sehr schönes, geborgenes Gefühl, weil man weiß, man ist nicht alleine und jeder macht andere Entwicklungen natürlich, aber dennoch in die gleiche Richtung. Ja. Und ja, auch wenn man jemanden beim Tier unterstützen konnte oder mir jemand bei einem Tier noch Hilfe bieten konnte, das war immer so ein sehr wertschätzendes Gefühl. Schön. Sehr schön. Und es ist auch von Gruppe zu Gruppe verschieden. Bei euch war der Zusammenhalt eher in einem kleineren Bereich der größeren Gruppe. In den aktuellen Lehrgängen ist noch mehr. Aber wie ich schon gesagt habe bei einem der letzten Interviews, wir sind dabei, auch diese Gruppe von Absolventinnen zusammenzustellen, sodass wir regelmäßige Treffen haben online und hoffentlich, je nach Situation mit Corona, auch persönlich, wo wir gemeinsam üben. Ja, vielen Dank für deine Offenheit und vor allem auch für diese Menschlichkeit, die genau das ist, was mir so wichtig ist. Meine Liebe, ich hätte nur eine letzte Frage und dann bitte ich einfach dich, unseren Freunden zu Hause darfst du sagen, was dir am Herzen liegt. Welche Botschaft hast du für Menschen, die sich für diese Ausbildung interessieren? Also ich kann mich noch gut erinnern, wie ich mich damals auf die Suche nach einer passenden Ausbildung gemacht habe. Und der Markt ist ja unendlich groß und es gibt viele Weiterbildungen und für mich war es ganz wichtig, auf mich und mein Gefühl zu hören. Spürt sich diese Ausbildung richtig an? Ist es der richtige Kurs zur richtigen Zeit? Und was mich, jetzt fehlt mir das richtige Wort, also was mich sehr, nicht verwundert, aber überrascht hat, war auch die Vielzahl an Inhalten, die wir in dieser Ausbildung lernen durften, weil es wirklich wie ein riesengroßer Werkzeugkoffer ist mit, also man hat so viele Möglichkeiten, neue Lösungen zu finden wieder. Und das war für mich eine sehr lehrreiche Erfahrung. Und ich bin unglaublich dankbar, diesen Kurs gefunden zu haben und dass es auch ja zur richtigen Zeit war für mich. Schön. Und ich glaube, dass man schon spürt, welcher Kurs auch richtig ist und ja, zur richtigen Zeit auch kommt. Ja, danke dir. Es stimmt. Und genau, das ist aber die Herausforderung von der Ausbildung, dass man doch viel lernen muss. Wir haben sehr vieles gehört. Ja. Es wird noch mehr, weil ihr seid jetzt dabei, ihr habt abgeschlossen, aber ihr lernt noch die Module Fiatso und Starterbegleitung, die kommen in den nächsten Monaten. Das heißt, man muss sich wirklich Zeit nehmen, auf alle Fälle. Es geht nicht in einem Wochenende, sondern es sind mindestens ein, auch wenn die Ausbildung jetzt auf ein Jahr, 14 Monate jetzt
ist, man lernt darüber hinaus, weil die Inhalte sehr, sehr viel sind, wie Skripten und so weiter. Ja, und das ist auch, was für mich wichtig ist, bei Menschen so wie du vor allem, ich kann dich vom Herzen empfehlen, wenn jemand Hilfe braucht, du machst auch die Kommunikation von der Ferne. Ja. Man kann die aufsuchen und für mich ist es wichtig, dass ich hinter den Leuten, die ich ausgebildet habe, stehen kann, dass ich das Gefühl habe, es sind die Werte, die wir teilen, Empathie, Respekt und vor allem zum Wohlen der Tiere und der Besitzer zu arbeiten. Aber es ist mir auch wichtig, diese Kompetenz zu haben. Intuitiv zu arbeiten ist wichtig, so wie auch anderen Absolventinnen in den Videos gesagt haben. Es ist auch sehr, sehr wichtig, das Wissen und die Bodenständigkeit. Und alle diese Aspekte vereinst du auch in deiner Arbeit. Und deswegen danke ich dir, weil auch deine Entwicklung gibt mir die Motivation, weiterzumachen. Das freut mich sehr. Es war ein unglaublich spannendes, lehrreiches, manchmal ein bisschen anstrengendes. Ja, absolut. Es ist viel. Aber allein, dass man wieder lernt, auf seine Intuition zu hören oder auch vielleicht mutiger wieder ist und sich selbst mehr vertraut, allein diese Faktoren sind es für mich schon wert gewesen, die Ausbildung zu machen. Ja, und da habe ich noch gar nicht den Faktor mit den Tieren drinnen. Also es ist eine Ausbildung für mich selbst gewesen, aber auch jetzt natürlich für die Tiere. Und absolut, ja. Das ist für mich auch unglaublich, von euch zu lernen, weil im Rahmen auch eurer Lehrgang ist ein neues Modul über Sterbebegleitung auch entstanden. Das heißt, es ist ein gegenseitiges sich unterstützen und auch lernen. Und was ich liebe, und vor allem eure Gruppe war immer sehr aktiv, und mit dir, mit den anderen, die vielleicht auch bei den nächsten Videos dabei sind, es war immer sehr, sehr wichtig, auch diese, sie zu fragen, okay, was kann man noch mehr für diese Arbeit brauchen? Ja. So haben wir auch gemeinsam neue Inhalte entwickelt. Ja. Und das ist diese Ebenbürtigkeit so wichtig. Vielen lieben Dank. Wir werden, liebe Freunde, die Blogadresse, deine Webseite und alle Daten von unserer Jasmin auch in der Videobeschreibung eingeben. Und ich freue mich sehr, wenn ihr sie anruft und freue mich auf das nächste Video mit euch und wünsche euch allen und dir auch, Jasmin, einen wunderschönen Tag. Vielen lieben Dank. Und ich freue mich auf die nächste Begegnung mit dir in der Gruppe. Ich freue mich auch. Danke nochmal. Gerne. Danke.